Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal. Wir spielen heute nochmal alleine, also nur ich spiele Bed Wars. Boah, was war das denn für eine Kackbegrüßung, ey? Ich raste aus. Ich kann es einfach nicht mehr, Leute. Aber ihr wisst, worum es geht. Ich spiele Minecraft und zwar alleine, weil ich noch nicht mit Tobi Flo aufnehmen konnte, seitdem ich wieder aus dem Urlaub hier bin. Aber das wird kommen. Und damit ihr jetzt trotzdem ein Video bekommt, habe ich erstmal gedacht, nehme ich erstmal alleine auf. Und das mache ich jetzt. Falls ihr euch fragt, ja, Facecam ist wieder ein bisschen dunkler, weil es ist abends. Damit müsst ihr halt leben. Ich habe es versucht, so gut wie möglich auszuleuchten. Nicht ziemlich gut, aber so gut wie möglich. Und das muss halt reichen. Da kann ich nichts für. Map ist Steampunk, ist eine Rush-Map, kennt ihr ja. Ist eine meiner Lieblingsmap, habe ich auch schon 10-mal gesagt, glaube ich. Rush mal direkt mal hier rüber und gucken, was wir da so bekommen können. Okay, an ihm bin ich gekonnt vorbei. Er hat mich verteidigt. Okay, das war's. Nichts konnte ich erreichen. Passiert halt auch mal. So, nächster Versuch. Wir machen jetzt ganz schnell wieder ein bisschen Blöcke und ein bisschen Spitzhacke. Team Rot bin ich, das ist gut, dann war der eine nämlich bei mir. Mittlerweile wird man eine Spitzhacke eventuell brauchen. Okay, die kommen jetzt alle zu uns hier. Ne, doch nicht. Doch, er kommt. Okay, er ist down. Dicke Defensivanlagen hat er da aufgebaut. Okay, das Bett von Team Gelb ist schon mal kaputt. Damit haben wir dich auch getötet. Mit so einem Skillschlag hier. Du willst doch auch gar nicht durch, habe ich gehört. Dann Rückschussknüppel. Ja, komm her. Zack. Ja, okay, chill halt. Sie macht ganz schön Knockback mit ihrem Rückschussknopf. Ja, mit dem sogenannten Rückschussknopf. Wer kennt die nicht? Mit dem Rückschussstock meine ich natürlich. So, komm jetzt. Jetzt wird ein bisschen gedamaged. Boah, schade. Habt ihr die Kombo gesehen? Die war schon episch, oder? Also, finde ich, könnte ich mal eine Zeitlupe einbauen. Jetzt. Okay, das war auch die Zeitlupe. War jetzt nicht so spannend. Ich hoffe, wie gesagt, die Facecam ist für euch ertragbar. Und was ich vorhatte, ist ja darauf zu achten, dass ich weniger M sage. Da habe ich mittlerweile schon wieder so nachgelassen, aber ich versuche mich jetzt da anzustrengen, dass ich das in diesem Video halt kaum sage. Was hat denn einer da gebaut, ey? Warum so ein Kreis da drin? Wollte ein bisschen schön bauen, glaube ich, oder? Och Mann, Spielverderberin. Spielverderberin. Spielverderberin, hör auf damit. Verdient mir nicht meinen Spaß. Tot. Was ein hochwertiges Gameplay. Spielverderberin, hör auf damit, verdient mir nicht meinen Spaß. Tot. Primitiv sowas. Ach komm, der echte Alex. Warum bin ich so schnell gestorben? Er hatte doch nur einen Knüppel, oder? Oh. Das kann ich gebrauchen. Jetzt habe ich auch mal eine Waffe in meiner Hand. Außer so eine scheiß Spitzhacke. Und mein Hotkey funktioniert irgendwie immer noch nicht. Warum? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war da. Irgendwas hat ihn zurückgesetzt. Ich glaube, das war das. Ah ja, wegen F und auf der 1.9 die zweite Hand. Und F ist halt der Shortcut, wenn man sich was in die zweite Hand legen will. Und der hat den ein bisschen zurückgesetzt. Bam! 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 Okay, hat nicht so funktioniert. Ich dachte, ich könnte ihn wegkombonen, aber ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Pro mehr in Minecraft. Tatsächlich, früher war das natürlich gar kein Problem. Warum habe ich das gemacht? Das verstehe ich nicht. Früher war das gar kein Problem. Mittlerweile ist es für mich tatsächlich ein Problem. Ich habe echt nachgelassen, was Minecraft-Skills angeht. Aber ist okay. Dafür bin ich noch der Turm, hallo Leute. Und jetzt zeige ich euch einen Trick. Trick 17. Solltet ihr alle kennen. Zack. Okay. Er kannte auch den. Er kann den Trick 18, wie man mich dann abwehrt. Wenn mich jetzt einer von hinten boxt. Ja, damit hat er nicht gerechnet, würde ich sagen.
Auf einer Skala von 1 bis nicht gerechnet hat er schon keine Ahnung, dass ich komme. Come on! Nein! Geht er doch weg! Das kann nicht wahr sein, Leute. Ich kam einfach nicht an dieses Kackbeck dran. Okay. Aber das war jetzt die Herausforderung. Ich komme wieder. So viel steht fest. Und zwar jetzt. Ich versuche jetzt hinten rum zu gehen. Also nicht mehr einfach frontal versuchen zu machen, zu tun, was ich kann da. Sondern einfach mal ein bisschen. Oh, ein bisschen Gold. Blau versteht ja, glaube ich, hier das Prinzip dieser Map nicht so richtig und equipt sich tatsächlich mit Gold. Und damit wir hinterher eine Chance gegen Blau haben, müssen wir das denen ja. Lol, was soll das denn? Müssen wir das denen ja auch mal irgendwie gleich tun. Oh, Humarco ist online. Hallo, Humarco. Humarco. So, weiter geht's. Eisen. Das ist immer wichtig. Na, ja. Eigentlich. Wow, Mann. Das ist so primitiv, wie ich gerade kommentiere. Humarco schreibt: Hi, ich kann gerade nicht antworten, Humarco, aber fühl dich, als hätte ich Hallo gesagt, okay? So, Essen. Essen. Geiler Vlog-Tor. Dankeschön. Mann, ich kann halt gerade nicht schreiben. Ach, Kacke. Tut mir leid, Humarco. Mann, sowas finde ich immer. Ich mag das nicht, Leute. Das war eigentlich mein Bett. Ich mag das nicht, Leute so zu ignorieren. Da komme ich. Ey, was ein Arschloch. Das war jetzt nicht sein Ernst, oder? Jetzt kann ich ihm Humarco schreiben. CC. Hi und danke. Hä? Warum habe ich so viel Schaden bekommen? Was ist das da gewesen? What the fuck? Okay, verwirrend. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesehen habe, aber das biegt sich so komisch. Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Als ob er ihn einfach gar nicht aufgehalten hat. Was ist er denn für einer? Der versteckt sich dahinter. Warum boxt er den nicht? Ja, du bist echt cool. Er ist halt echt besonders cool. Weil er baut eine Brücke. Und er kriegt nichts davon mit. Okay, ich muss ein bisschen jetzt auf unser Bett aufpassen. Gleich TS will was fragen. Ne, gleich nicht TS. Fragt mich so im Clan, aber ich muss gleich schon auf. Tatsächlich. Weil ich noch was Privates zu erledigen habe. Hä? Wo baut er sich denn hier lang? Ich komme gar nicht klar. Er ist noch da. Okay, jetzt komme ich hoch. Dann mache ich einfach mal kurz einen Prozess mit ihm. Tschüss. Okay. Hätte ich gewusst, dass man da hochkommt, wäre ich auch schon eher hochgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber tatsächlich habe ich mich damit aus Teampunk noch nie beschäftigt. Eigentlich war ich immer so der Typ, ja, rushen und dann passt das. Jetzt sind zwei runtergefallen, war das richtig? Alter, ich komme gar nicht klar. Ein bisschen zu angespannt hier die Situation für meinen Geschmack. Hier ist doch locker noch einer, oder? Locker versteckt er sich hier irgendwo. Oh, guck mal, hier kann man bis aufs Dach. Aber ich glaube, hier war tatsächlich noch keiner. Aber es ist gut zu wissen, tatsächlich. Dass man von hier oben so alles für Angriffe einleiten kann. Ist tatsächlich auf meiner Lieblingsmap und davon wusste ich noch gar nichts. Hm, ja, nicht gut. Oh, er ist nicht bei mir. Okay, er ist tot. So viel steht fest. Vielleicht ist er auch noch nicht tot. Vielleicht lebt er da unten weiter. Ich glaube tatsächlich sogar stark dran, dass er da unten weiterlebt. Ja, da kommt er. Nee, hä? Hm. Also er lebt auf jeden Fall. Und er hatte mit Sicherheit das Equip dafür, sich hier hochzubauen irgendwo. Ich höre hier eine Leiter.
Denkst du, es ist gut, wenn ich eine Leiter höre? Da oben ist einer. Oh, er hat mich getötet. Oben im Turm. Ein grüner? Die sind doch eigentlich schon fast ausgerottet, oder? Ja, das ist der letzte. Seiner Art. Und das war's von ihm. Aber war ein guter Try. Aber tut mir leid, ne? Hier steht noch ein Turm in der Base. Und was? Hilfe. Warum wirst du die alle auf dem Boden? Entweder die spawnen oder ein Gegner sammelt die auf. Eins schlimmer als das andere hier, ey. Okay, jetzt bin ich gerade mal in der Mitte. Kann ich eventuell sogar vor fucking Gold holen und komm nicht zurück. Ja, doof. Renne ich mal zu den Grünen hier. Nutze sie einfach mal. Mein Bett ist abgebaut und ich habe mich übel erschrocken. Auf einer Skala von 1 bis Kacke ist das richtig scheiße. So viel steht ja mal fest. Jetzt brauche ich erstmal eine vernünftige Schutzkacke. Brauche ich sonst noch irgendwas? Goldschwert Level 2 ist am Start. Die kommen erstmal hier rein, einfach zur Übersicht halt. Essen. Und zwar dringend. Oh Gott, um mein Auge juckt. Also die Haut unter meinem Auge. Über meinem, neben meinem Auge meine ich natürlich hier so an der Stäfe. Was? Oh! Was für ein Kommentar, Leute. Alter, wie er auf einmal da stand, ey. Ich war komplett überrascht. Oh, er hat ein Eisenschwert. Okay, den ersten haben wir aber. Muss ein bisschen aufpassen hier, was ich tue. Ich habe keine Blöcke und keine Spitzhacke. Okay, jetzt habe ich eine Spitzhacke. Mann, was ist das denn für ein Commentary? Ich raste aus. Da ist er. Okay, das war's von ihm. Okay, das war's von ihm. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss ihn wegkombon. Und das sieht ganz gut aus. Das sieht... Ich habe nicht auf mein Leben geguckt, ey. GG. Ja, Leute, was will man machen, ne? Habe ich halt die Runde verloren. Wie gesagt, ich muss jetzt... Oh, schön, dass er nochmal hab ihn schreibt. Ey, ich packe nicht. Michael, cool, cool. Wie gesagt, ich muss jetzt nochmal off. Deswegen, Humarco, tut mir auch leid an dich. Guck einfach das Video, dann weißt du Bescheid. Und das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auch abonnieren. Das ist kostenlos und ihr kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochgeladen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.